Bevor ich jetzt irgendetwas anderes mache, würde ich ganz gerne zurück nach dazwischen. Denn wie sich herausstellt, dank einem Kommentar, war unsere Geschlechtsumwandlung nicht, weil die Hexen die Charaktergenerierung übersprungen haben, sondern weil ich mich in diesen Sarg gelegt habe. Das ist interessant. Das heißt, wir gehen jetzt einfach wieder zu diesem Sarg, legen uns da rein und sind wieder Talana. Das war der zweite. Hier können wir einfach abkürzen, okay. Also wir könnten jetzt... Wo sind die Dicken hin? Respawnen die gar nicht? Na gut. Weg. 60 Seelen, süß. Ne, respawn echt nicht. Okay, du lauf da hin, leg dich da rein und krieg wieder Brüste. Hops. Tata. Die Natur eurer Existenz hat sich verändert. Ja, jetzt fällt es mir auch auf. Gut, das war das eine. Und jetzt stand die Frage noch aus, wie ich das jetzt mache mit den Bossen. Und ob ich wirklich wieder alle Seiten bitte mache und so weiter. Ich weiß es nicht. Immer noch nicht. Also ich will alle Bosse nochmal töten. Und diesmal auch wirklich alle. Also auch das, was in dem Zwergengebiet noch fehlt und so. Und vielleicht sogar auch diesen alten, schlafenden Drachen. Wobei der jetzt auf New Game Plus wahrscheinlich noch schwieriger ist. Aber wenigstens mal testen. Aber jetzt wirklich alle Seitengänge auszufarmen, nur um denn da irgendwelche komischen kleinen Kräuter zu finden, die wir nicht so wirklich brauchen, hält sich in Grenzen. Das heißt, ich reise jetzt erstmal nach Majula. Und von Majula aus gehe ich in den anderen Weg. Weil da warten auch noch ein paar Bosse auf uns. Vor allem auch interessante Bosse. Also Ornstein, der war schon happig. Hatte ich zumindest happig in Erinnerung. Oh, warte mal, hier war die Frau, oder? Oder kam die Frau erst, wenn man beim zweiten Mal durchgeht? Richtung bewegt sich nicht. Und wir haben den Stein nicht mehr. Natürlich nicht, weil er in der alten Welt geblieben ist. Okay, okay. Vom RP her gehe ich übrigens aus, dass Talana alles weiß, was in der alten Welt passiert ist. Sie hat halt eine halbe Ewigkeit auf dem Thron gesessen, bis sie sich irgendwann von da befreien konnte. Und hat dann die Zeit zurückdrehen können. Ich weiß nicht genau. Oder sie ist halt aufgewacht und es ist alles genauso, wie es jetzt ist. Das heißt, sie versucht es jetzt anders zu machen, um das Schicksal und dem Schicksal zu entfliehen, dass sie irgendwann wieder eine halbe Ewigkeit auf dem Thron sitzen muss. Weil das hat ihr nicht wirklich gefallen, da drin zu bleiben, so lange und nichts machen zu können. Und was das für mich als Spieler heißt, ich werde jetzt diesen NPC suchen, der mir das alternative Ende erklärt. Und wird Talana genau das machen, was der sagt, weil sie ihn halt vorher nicht gesehen hat. Weil sie denkt, dass sie dadurch halt dem Schicksal entkommen kann. Hier war irgendwo ein Schalter. Den habe ich vergessen zu drücken. Ach, da. Gottchen. So, durch. Durch. Was haben wir da? Ja, genau sowas meine ich. Ja, wir können alle Seitengänge erforschen, aber der Loot ist halt ist nicht so wirklich prickelnd. Außer, da kommt jetzt anderer Loot mit dazu. Was machst du? Hebel voraus, richtig. Ich kann den Hebel gerade nicht drücken, weil die Nachricht immer im Weg ist. Raus, 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 raus. Ich will diese Eisenriesen töten. Da ist er. Mein allererster Gegner.
Naja, außer diese Troll-Gegner. Die ich damals im Stream bekämpft hatte. Das hat mir ganz schön... Au. Nase gegeben. Ganz schön auf die Nase, weißt du das? Ja. So. Einmal ein bisschen aktiver, dann passt das schon. Schild des alten Ritters. Ja, oh, oh. Leuchtfeuer nehmen. Aktivieren. Jo. Benutzen. Jo. Und die Typen da oben gleich nochmal töten. Leuchtet mein Schwert noch? Ja. Nope, schon besser. Jedes Mal 800 Seelen, das läppert sich. So, wir haben jetzt hier... Oh, hallo. Du warst anders. Au. Au. Ganz knapp vom Abgrund. Wow, länger warten, länger warten. Alter. Edler Knochenstaub? War das nicht das, um unsere Flasche zu verbessern? Ah, das ist neu. Okay, sehr schön. Was wollte ich gerade sagen? Genau, wir haben da hinten Ornstein. Und wir haben... Entweder in dem Pavillon da oder in dem. In dem da. Haben wir diesen Drachenritter. Und der hat um sich rum so eine Arena, wo man entweder die Sachen hochfahren kann, dass man nicht runterfällt. Oder man lässt sie so, wie sie sind. Und es ist halt eine sehr kleine Arena. Und man kann dafür sorgen, dass der Gegner runterfällt. Aber ich glaube, ich sorge lieber dafür, dass ich nicht runterfalle. Oh, Human Effigies. Ja gut, dafür lohnt es sich wirklich schon fast, alle Seitengebiete abzuklappern. Für Funkeltitanit und Human Effigies. Kann ich dich eigentlich blocken? Ja, kann ich. Aber ich sollte es nicht. Jo, besser. Genau, da hinten ist die Arena. Seht ihr diesen Kreis? Das meinte ich. Jetzt mache ich da einen Ring dazu. Zack. Und gehe danach nach zwei anderen Schaltern. Das hatte schon jemand in den Kommentaren geschrieben, dass der normale Weg, das normalerweise zu machen, blubdiwupp, wäre eigentlich einfach dahin zu gehen, einmal zur Seite zu rollen und den Gegner plumpst dann runter in den Abgrund. Und das ist dann voll episch und voll Lied und so. Aber nö. Oh. Hier ist ein bisschen mehr los als sonst, ha? Huh? Hallo? Jetzt kommt ihr. Das ist nicht nett. Das ist... Ah, hier kann ich nicht bekämpfen. Komm, 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 komm. Oh, oh. Hinter mir ist auch noch einer, ne? Jo. Lalala. Aber hier ist schon klar, dass ihr gerade zu dritt riesengroß auf eine arme kleine Talana einprügeln wollt, ne? Nur mal so fürs Protokoll. Zaubern. So, der da hinten ist da. Ach, du Kacke. Lauf. Und ich muss eigentlich die Tränke jetzt aufbewahren, weil die brauche ich eigentlich für den Bossfight. Das... Ich fühle mich irgendwie an die Anfänge zurückversetzt, wo das ja alles noch so richtig ein Problem war. Ich hätte vielleicht nicht diesen Viktorstein-Vater nehmen sollen, was alles schwieriger macht, hm? Ja, wahrscheinlich nicht. Oder ich hier wieder auf Fernkampf wechseln.
Wobei dann die Schildträger echt ein Problem sind. Ist gut, Jungs. Ist gut. Ich hab euch auch lieb. Weg, weg, weg. Ein Stein nach dem anderen muffeln. Super. So, jetzt. Okay. Off, off, off. Ich glaube, das war aber einer von den Gegnern, den man nur einmal töten muss. Und der respawnt nicht. Genau wie der hier vorne auch. Das heißt, beim nächsten Mal hier durchlaufen sollte das ein Ticken einfacher sein. Trotzdem hab ich. Hab ich. Verzaubern. Ja. Wo läuft der Typ da hinten hin? Oh. Oh. Was? Da ist schon mal ein roter. Komm her, du. Ich hoffe, du bist da angeschlagen, ne? Nein. Der andere kommt gar nicht. Gut. Es hat sich sowas von gelohnt, Stamina zu steigern. Viel öfters eingreifen oder angreifen. Da ist auch ein roter. Oh, das sind drei rote. Ja. Gut, ach, hier ist auch noch ein Schalter, oder? Nee. Also ich muss da lang, um den Schalter zu drücken, wenn ich dem folgen will, was ich vorhatte. Das heißt, warte mal, wir brauchen irgendwas zum Pullen. So klappt das nicht. Nimm den hier, nimm Pfeile, ganz normale Eisenpfeile. Weg mit dir. So, und jetzt pull mal bitte den da. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich es wollte. Hey. Mit einem besseren Bogen, besseren Pfeilen könnte ich dich so töten, ne? Oh. Shit. Oh. Au, 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 au. Ich höre mehr Schritte. Irgendwas stampft da auch noch. Ja. Doppelstampf. Definitiv Doppelstampf. Bist du da? Ah, du bist ja angeschlagen. Komm mal Schild runter. Oh. Oh, 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 oh. Was war das? Da ist gerade irgendwas hochgefahren. Achso, hier war doch ein Schalter. Aber der Schalter wird erst aktiviert, wenn genug... Hallo. Wenn genug Gegner tot sind. Also wahrscheinlich die, die den mittleren Raum gebracht haben. Und trink mal doch einen Trank. Ich denke, ich werde jetzt in einem Schwung nicht bis zum Boss kommen. Das heißt, ich verwende die Tränke jetzt schon. Au. Nicht runterfallen. Ich verwende die Tränke jetzt schon. Und beim nächsten Anlauf haben wir halt weniger Gegner. Weniger Gegner. Weil manche von denen nicht respawnen. Also diese Keulenträger zum Beispiel. Das heißt, beim nächsten Anlauf werde ich dann einfacher durchkommen, habe dann mehr Tränke über und alles ist gut. Definitiv schwieriger als das Waldgebiet jetzt im New Game Plus. Also extrem schwieriger. Also ich bin noch nicht gestorben, aber ne, es war schon recht oft knapp. Die Gegner halten mehr aus, machen wesentlich mehr Schaden und. Du. Ja, nimm Zeug mit, können wir verticken. Da ist der Schalter, drück den Schalter. Das war Nummer 2. Es gab noch einen dritten. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der wirklich auf der Seite hier war. Oder hinten irgendwo. So, respawnst du später auch? Ich glaube, ich hätte jetzt einfach alles. In der Hoffnung, dass irgendwas davon später nicht mehr respawnt. Komm her, du. Eins. Oh, das war gar keine Kombo. Was?
Okay. Hatte ich nicht noch irgendwie 80% Leben oder so? Okay. Ich glaube, irgendwann laufe ich als riesige Glaskanone rum, weil selbst als Tank ist man dann One-Hit. Kann Leuchtfeuer nicht benutzen, das ist schon mal ein super Anfang. Ausrüstung macht... Oh, hallo. Das war der falsche Ring eigentlich, aber ich will nicht gleich angegriffen werden. Ja, du nutzt natürlich... Oder? Nee, du bist netter. Das ist gut. Hoffe ich zumindest. So, jetzt ist der Gegner tot. Jetzt greifst du an. Richtig, richtig. Genau, ich wollte eigentlich noch verbeugen. Aber ich kam wohl zu nah ran. Das fand er nicht so toll. Wow.